Und damit willkommen zu 2 gegen 2. Heute mit Max und Niki. Trimax, wollte ich gerade sagen, damit die Leute dich erkennen. Trimax. Ich bin's. In diesem Format treten Benny und ich gegen ein prominentes Pärchen an. Mhm. In Challenges und Spielen. Die Regeln sind einfach wie genial. Jedes Team stellt sich 2 spannenden Studiospielen. Das Besondere, bevor ein Team spielt, wettet das andere auf den Ausgang des Spiels. Dafür haben wir die Tafeln hier und die Stifte. Wenn ihr ein X da drauf schreibt, dann wettet ihr oder wetten wir, das gegnerische Team verliert das folgende Spiel. Und bei einem Haken heißt das, das gegnerische Team gewinnt das Spiel. Gewinnt das Team das Spiel, gibt es einen Punkt. Und das Team, das richtig gewettet hat, bekommt dann auch einen Punkt. Genau. Spiel Nummer 5 ist das große Finalspiel. Und hier treten die beiden Teams gegeneinander an. Und es gibt für das Erfüllen der Aufgabe 5 Punkte. Bedeutet also, alle anderen Spiele davor sind quasi egal. Nichtig. Man muss eigentlich nur das Finale gewinnen. Aber das ist egal an der Stelle. Es geht ja hier um Spaß. Ja, Comedy. Und gewinnt das Herausforderer-Team, das seid ihr heute, dann winkt der größte Gewinn der Gameshow-Geschichte. 1 Jahr rundfunkgebührenfrei. Gehen wir in eure Richtung. Wow. Schreibt euer Feedback in die Kommentare. Daumen nach oben, sonst Daumen ab. Wow. Spiel Nummer 1. Hochstapler. Beide Spieler nehmen an einem drehbaren Tisch Platz. Beide Spieler haben 6 farbige Würfel und müssen diese abwechselnd aufeinander stapeln. Hat ein Spieler seinen Würfel gestapelt, dreht er den Turm zu seinem Mitspieler. Das Spiel ist gewonnen, wenn alle 12 Würfel innerhalb einer Minute aufeinander gestapelt wurden, ohne dass der Turm umfällt. Ihr könnt schon mal rüber und wir tippen derweil, ob ihr es schafft oder nicht. Genau. Los geht's! Geht schon? Was? Schneller, 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 schneller. Du kannst auch noch ein bisschen nachrotieren. Ein bisschen justieren noch ein bisschen. Ja. Lass ganz bisschen langsamer werden. Ja, das kriegen wir hin. Boah. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh, guter Start. Bisschen zu schnell. Da hat es einmal gewackelt gerade. Wir sehen es jetzt wackeln, dann machen wir ein bisschen langsamer. Langsamer Start. Schneller werden, schneller werden. Und zack. Boah, voll gut, ne? Voll gerade. Hälfte ist langsamer rum. Starten, langsamer starten. Hälfte ist rum. Boah, der ist schon ganz wackelig. Achtung, ne? Wow! Mach ihn unten ein bisschen gerade. Oh, der ist so schief. Ja, mach, spiel ein bisschen. Schieb ihn ein bisschen von dir weg, den oberen. Oh, den obersten. Oh. Jetzt Gas geben. Langsam, langsam, langsam. Schnell, schnell, schnell. 9. Zurück, zurück. Mach ihn ein bisschen so, weil der schief ist. Ich schaff's nicht. Nein. Trotzdem. Das geht gar nicht. Komm zu uns. Das war unsere Taktik zu sagen, oh, die sind so gut, die machen das mega. Das war aber super. Gemacht. Das war super. Komm zu uns. Ja, gut. Hat das jemand schon mal geschafft? Ja, wir. So, ihr habt es leider nicht geschafft. Jetzt geht es darum, was wir getippt haben. Und wir haben euch richtig eingeschätzt. Das jetzt nicht nach Punkt uns. Ja! Sauber. Zum Glück sind die Punkte in diesem Spiel komplett egal, aber ich freue mich trotzdem. Ist ja trotzdem hier, der Riesenmords-Gaudi. Ja, klar, ist ja trotzdem Kommen wichtig. Kommen wir jetzt zu Spiel Nummer 2. Korrekt oder weg, das Quiz mit Fisch. Beide Spieler nehmen an einem drehbaren Tisch Platz. Falschantworten verboten, denn jeder Spieler hat nur ein einziges Leben. Bei Falschantwort wartet ein fischiger Ekelshot. Wenn nach 10 gestellten Fragen mindestens ein Spieler ohne Falschantwort bleibt, gilt das Spiel als gewonnen. Hier geht schon mal rüber und ihr müsst euch beraten. Am besten, dass wir es nicht hören. Los geht's! Was heißt Fisch auf Englisch? Fisch. Sind Delfine Fische oder Säugetiere? Säugetiere. Stark. Der Nishikigoi ist ein aus Japan stammender Zuchtkarpfen, der gerne mal mehrere 100.000 Euro wert sein kann. Unter welchem Namen ist er besser bekannt? Goldfisch. Koi! Koi-Fisch! Das kann mehrere Millionen wert sein, wie soll das funktionieren? Aber das, der wurde in der Frage schon Koi-Fisch genannt. Ja. Oh mein Gott, ey, Hammer! Aua! Bah! Ich setz auf dich, Gentleman. Okay. Wie heißt die japanische Fischspezialität, die mit Reis und Seetangblättern zubereitet wird? Sushi. Wie wehrt sich ein Zitterrochen gegen seine Feinde? Durch Schwanzschläge oder durch Stromschläge? Stromschläge.
Welcher ist der größte Fisch der Welt? Der weiße Hai oder der Walhai? Der weiße Hai. Nein! Scheiße! Es sind immer die Wale! Es sind immer die Wale! Aber alles aus Säugetiere! Aua! Ein Säugetier kann ja auch ein Fisch sein, oder? Nicht? Hä? Wow! Mann, scheiße! Das Wort Wal, sag doch, wir sprechen gleich! So, okay, wir haben das Spiel nicht gewonnen. Jetzt nee. Kommt es drauf an, kriegt ihr einen Punkt oder nicht? Was habt ihr getippt? Was haben wir getippt? Was ist das denn? Das ist ein X. Ja. Okay. Wir sind hier nicht zum Zeichnen und Malen. Ich fand's auch ein richtig schlechtes X, mein Bruder. Wow. Kommen wir jetzt zu Spiel Nummer 3. Erkennst du die Bong? Die beiden Spieler müssen sich aufteilen. Einer musiziert und einer errät die Songs. Der musizierende Spieler muss seinem Teamkameraden Songs vorspielen auf einer Bong. Das Spiel ist gewonnen, wenn der ratende Spieler 3 Songs richtig erkannt hat. Das Team hat 1 Minute Zeit, um die 3 Songs zu erkennen. Geht ihr schon mal, wankt ihr schon mal rüber? Wir überlegen uns hier. Alter! Richtiges Mikro. Los geht's! Scheiße, ich mach weiter. Ja. Laila. Ja? Griechischer Wein. Hey, einer noch. Mach nächsten. Nächster. Was? Backstreet's back, alright! Oh, das waren über 99 Luftballons. Also. Ja, von 99 Luftballons. Komm zurück zu uns. Danke. Immer Hasen, mal Soul war auch noch mit drin. Ich habe alles gegeben. Ja, du hast echt alles gegeben. Ja, du hast echt alles gegeben. Es ist schwer. Ich habe den Song auch erkannt, aber da ist der Name nicht eingefallen. Ja, ist doch. Die Melodie hat ohne Text. So, Max und Niki, ihr habt das Spiel leider nicht bestanden, aber war eine trotzdem eine Top-Leistung, finde ich. Ja. Also toll. Danke. Dafür nochmal einen Applaus. Super. Danke. Jetzt kommt es natürlich drauf an, haben wir euch richtig oder falsch eingeschätzt? Und wir haben gesagt, ihr schafft das! Also falsch! Aber wir haben uns echt enttäuscht, ey. Okay, gehen wir direkt weiter zu Spiel Nummer 4! An diesem Tisch wird gezogen. Beide Spieler müssen gemeinsam einen Faden aus einer Flasche ziehen. Das Besondere, auf dem Flaschenhals liegt ein Ball, der während des Rausziehens nicht herunterfallen darf. Während des gesamten Spiels müssen beide Spieler den Faden mit allen 4 Händen umschließen. Das Team hat 1 Minute Zeit, um den Faden aus der Flasche zu ziehen. Okay, wir gehen rüber. Nehmen uns das Ganze mal an. Los geht's! So, ruhig, ja, mach! Oh Gott! Ruhig! Lass mich hinten! Lass mich mitspielen! Lass mich mitspielen! Lass mich mitspielen! Wir verlieren 80 Sekunden Zeit, wenn er einmal runterfällt. Lass mich mitspielen! Den Knoten drehen! Boah. Dennis, musst du komm, mitspielen da kommt ein Riesenknoten! Oh. Oh. Weiter! Das ist endlos, das ist noch 60 Meter drin. Wir kriegen das hin! Achtung! Benni, weiter! Naja, der hat ja geschummelt. Ziehst du hier weiter währenddessen? Ja, hat er. Hast du weitergezogen? Nein, das ist... Nein. Zeit. Jetzt zieht. Oh, der zieht mir raus. Naja. Nein! Junge! Ich krieg nicht rein! Das Spiel, mein lieber Freund und Kuferstech, hast du gerade für uns verloren. Dann komm, da, Walk of Shame, aufstehen, weiter geht's. Ach Gott, das war Spiel Nummer 4 und Benni, es war wieder nix. Wie habt ihr uns eingeschätzt? Ich würde sagen, vom großen Finale gehen wir in Führung. Ah, so.
Okay, alles klar. 2-1 für 2-1. Euch. 2-1. Zum Glück ist der Punktestand hier total egal, denn jetzt kommt das. Und dafür gibt's 5 Punkte. Das große Finale. Das große Finalspiel, der Becher. Ein Becher ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Alle 4 Spieler müssen abwechselnd an den Becher herantreten und ihn mit mindestens einem Tropfen füllen. Läuft bei einem Spieler der Becher über, gewinnt das andere Team automatisch. Das Team, das bis zum Finalspiel die meisten Punkte erspielt hat, darf beginnen. Los geht's! So, euer Team kann anfangen. Ich fang an. Warte. Jetzt. Viel ruhiger. Nee, das ist schon die Technik. Da, so, das ist die Technik? Ja, ja. Oh, nee, das ist nicht mehr die Technik. Das ist die Technik. Das geht noch ganz lange. Aber das waren 3 Tropfen, wir müssen da genauer werden. Ja, ja, das ist, also die sind aber auch sehr hart die Taktik und geriffelt. Aber die Taktik hat mir gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine viel schlimmere Taktik. Ich zeig dir meine Taktik. Das ist auslaufend. Okay. Das war ein Strahl. Dennis, ruhig bleiben, mach's entspannt. Das ist ja ganz schön. Das ist gut. Oh, das war genau. Glaube ich, der schlechteste bisher. Meiner war doch der Beste, ne? Deiner war der Beste. Mhm. Mit Antippen. Oh, da ist sogar, du hast ja noch einen Tropfen oben drauf. Ja, wenn der zählt, ist ja krass, oder? Mach mal den. Oder bewahre dir den Tropfen für später auf. Okay, ich bewahre ihn für später auf. Na komm. Vielleicht wird das ein Strahl. Ja. Boah, das ist eigentlich nur einer. Das war der Beste. Also ein Tropfen. Das war mit Abstand der Beste. Den Bechern sehr schwer. Und du machst extrem voll, damit der Niki direkt verliert. Boah. Guten Durst, Junge. Ich hoffe, dass gleich nicht wieder so viel kommt, ne? Auch gut. Auch gut, ja. Sehr gut sogar. Das waren nur 2. 2 ist immer stark. 2 Tropfen ist gut. Mal gucken, ob du deine Technik verbesserst. Boah, du bist ja richtig Sau. Du bist eine Sau. Also das ist ja, falls es damit jetzt durchkommt, ist ja frech. Ne? Jetzt geht's. Ich mach da einen Tropfen rein, einfach so 10. Boah. Ja, wie ein Flee. Oh, meine Güte. Benni. Ja, richtig schön. Auch gekonnt. Wie Gel. Nur ein ganz bisschen. Lass ihn frei schwimmen. Arme Tier. Ganz entspannt, Dennis. Du machst dein Ding. Bin entspannt. Immer wieder so viel rein. Du bist total unentspannt. Der ist ein Psychoterror. Lass nicht auf einen. Oh, war das Yo, du arrogante Ziege. Echt geil. Das war so ein Strahl. Wie spielt ihr das Spiel denn? So, Maxian. Ich kann das genau sehen. Oh. Das war krank. Benni. Viel Wasser, finde ich. Jetzt geht's ab. Hast du den Rand erobert. Jetzt die nächsten so viel 3 Leute. Maximal nicht mehr hier rumtreten, Leute. Maximal 3 Leute. Oh. Hast du noch deinen Tropfen von vorhin? Nee, das war gerade meiner. Das war mein Ass im Ärmel. Ey, nicht lachen. Atmen ist auch fies. Atmen ist fies. Nicht atmen. Ohne Atmen. Seine eigenen Mitteln geschlagen. Du kannst nicht so viel machen, dann gibt's über. Bitte auch nur tröpfchenweise. Entschuldige mich schon mal voraus, Benni. Jo. Glaube ich nicht. Ich werde jetzt die Fläche hier schon ein bisschen anfeuchten. alle machen es direkt. Hey. Ihr habt am Ende 10-mal so viel Wasser wie wieder reingetan. Ja, wirklich. Das muss auch irgendwie in die Wertung eingehen. Aber jetzt sieht er eh keinen Punkt. Das ist es! Ja! Ich sag's noch. Ich fass es nicht. Ihr habt da tonnenweise Wasser reingetan. Ja, wirklich. Wir rechnen den Punkt erstmal aus. Dauert ein Minütchen. Wir gehen nach London. Jetzt, what's the count? Und damit haben wir beide gewonnen! Der Gewinn bleibt in unserem Hause. Wir zahlen natürlich weiter. Max und Niki, natürlich ein großer Applaus für euch beide. Danke. Auch Verlierer haben natürlich einen Handschlag vom Promi verdient. Na klar. Ja. Das war eine neue Folge. 2 gegen 2. Oben. Der liegt da vorne. Ein tolles Video von Parshard. Da hat man immer was zu lachen. Da reingucken. So. Und unten gibt es die letzte Folge. 2 gegen 2 mit Finch und Felix Lobrecht. Schaut da vorbei. Wer hat wo da gewonnen? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. I don't know, man. Well, have a great day. Bye. Bye. Your man from Kentucky. Tschüss.